Hallo und herzlich willkommen zurück im Klemmbausteinzimmer. Ich bin der Markus, mitten aus dem Ruhrpott. Und heute reden wir mal ein bisschen über Leuchtsteine von Mehr dazu nach dem Intro. So, da Karton, da das Ding, da die Anleitung. Und zwar habe ich hier von Strax Hybrid 30820 den Jetliner, 130 normale Steine, 18 Strax Steine, Stax. Und so sieht das Ganze von vorne aus. 8 Jahre plus. So von hinten, da sind halt andere Modelle zu sehen. Und da oben sind die Steine zu sehen, die bei dem Set dabei sind. Hätte das vorher noch nie gehabt mit Licht und Sound. Wollte es mal testen, habe ich gemacht. Ja, habe ich gemacht. So. Das Ganze ist eine deutsche, niederländische, ich glaube niederländische Firma. Die Steine kommen aus China, aber ich denke, das ist noch unbedingt. So, da haben wir einmal die Anleitung. Klammer gebunden. 20 Seiten stark, obwohl, genau, sagen wir mal andersrum. 17 Seiten. Auch Spaß. Das, was gebaut wurde, ist ausgeblasst. Das, was zu bauen ist, ist Vollfarbe dargestellt und sollte eins von den Steinchen da eingebaut werden müssen, dann ist das extra markiert. Da steht dann extra runter, Achtung, Schlagstein. So. Mit dabei war dann halt diese tolle Karte hier. Und für Europa üblich Instruktionen. Zu diesem Modell, das war über. Also nicht der Welt wert. Und das ist das Modell. Ja, sehr einfach, sehr schlicht, sehr dezent gehalten. Man achte jetzt darauf, ja, dann gehen hier so Lämpchen an. Ich habe die Batterie ausgetauscht. Das heißt, eine neue Batterie drin und er soll auch Sound machen. Ach, der Sound, naja. So ist das Modell. Diese Antriebe sind ein bisschen da hinten drin, soll es leuchten. Ja, man sieht es ein bisschen. Und halt hier vorne und hier innen drin. Das kann man auch machen. Dann leuchtet der innere Stein auch. Die Frontscheibe ist fast kratzerfrei, nur ein bisschen milchig. Die Klemmbausteine an sich sind mittelmäßiger Qualität, würde ich sagen. Also teilweise sind sie echt schwer zu klemmen, zu drücken, zusammenzubringen. Sie sind ein bisschen zu stramm, finde ich. Also ist nicht schön. Das Modell, wie gesagt, naja, das ist ein relativ einfacher Jet. Es geht ja halt bei dem hauptsächlich dann halt um die Lichter. Und wenn man hier halt ein bisschen vibriert, dann leuchten die Dinger. Ich muss ehrlich sagen, ich bin ein wenig davon enttäuscht. Stabil ist es. Die Dinger sind so feste zusammen, da passiert nichts. Hier unten, das hier ist die Hauptbatterie. Von da aus geht alles ab. Hier, da sieht man auch, also Querplates. Vielleicht kann man die Leuchteinheiten und so weiter noch woanders verwenden. Aber ja, das Modell an sich ist, glaube ich, nicht der Rede wert. Also mir gefällt es nicht, gebe ich ganz offen ehrlich zu.
Und ja. Ja. Für Kinder ist es vielleicht ganz schön, obwohl Kinder kriegen da Ding nicht so zusammengeklemmt, weil man muss dort wirklich extreme Kraft anbringen. Na ja gut, aber ihr merkt selber, ich bin so ein wenig enttäuscht davon. Gebaut habe ich es. Schreibt mir mal eure Erfahrung, eure Meinung zu Strax-Modellen. Und ja, lasst mir gerne einen Daumen hoch, einen Daumen runter da, wie ihr wollt. Ein Abo ist auch schön. Und ansonsten bestelle ich euch einen Linus aus dem Robot. Bitte bleibt gesund. Ich bin der Markus und ich wünsche euch Glück auf, wo immer ihr seid.